Mein Name ist Gerd Naumann, ich bin Dialogregisseur und Autor und hier heute zu Gast in diesem schönen Studio. Gemeinsam nehmen wir einen Film auf namens The Wicker Man, ein bekannter Kultfilm aus den 70er Jahren. Sie begreifen einfach nicht, was es heißt, Opfer zu bringen. Rowan, Schätzchen, gehen wir. Könnte ein bisschen Mutterstolz reinkommen, weil sie eben den Sergeant gelockt hat. Ich habe den Film vor 20 Jahren das erste Mal gesehen und hätte mir nie zu träumen gewagt, dass wir den jemals deutsch bearbeiten. Denn wenn ein Film einmal gelaufen ist und nie auch deutsch bearbeitet wurde, dann ist die Chance relativ gering, dass jemals jemand Geld in die Hand nimmt und eine Synchronisation davon anfertigt. Und in dem Fall haben wir ein Label, das sich um Filmgeschichte verdient macht, Birnblatt, die gesagt haben, komm, wir lassen uns das in Angriff nehmen. Und wir wollen das so bearbeiten, dass man dem Film gerecht wird. Es sollte möglichst klingen wie in den 70er Jahren. Und haben wir zum Beispiel den großartigen Bernd Vollbrecht in der Hauptrolle als Sergeant Howie, der das auch wunderbar geschafft hat, das rüber zu retten durch dieses besondere Flair. Ich habe den Hauptcharakter, die Hauptfigur übernommen, den Sergeant Howie. Das ist ein Polizist, der auf eine einsame Insel kommt und dort ermitteln soll im Fall eines verschwundenen Mädchens. Und er entdeckt da sehr mysteriöse Dinge. Ich will jetzt nichts verraten, aber das Ganze endet für ihn nicht gut. Gespielt wird er übrigens von Edward Woodward, dem englischen Schauspieler. Mein Name ist Frank Laubrecht, ich synchronisiere seit 25.000 Jahren. Unter anderem bin ich auch James Bond gewesen, als Pierce Brosnan verkleidet. Ich warte auf Fragen. Wir haben in den vielleicht 70er oder 80er Jahren des zurückliegenden Jahrhunderts sehr viel synchronisiert. Damals hat man sich sogar noch gesehen vor dem Mikrofon, weil man hat zusammengesprochen. Es wurde nicht geixt, wie man sagt, also dass jede Stimme seine eigene Tonspur bekommt. Man hat tatsächlich, wie Menschen miteinander umgehen und sprechen, im Atelier miteinander gesprochen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Es war sehr spannend. Es war immer witzig. Wir haben viel gelacht. An spezielle Projekte kann ich mich jetzt so schnell nicht erinnern. Vielleicht die zwei oder so mit unter der Regie von Herrn Brandt. Aber jetzt an einzelne Projekte. Tut mir leid. Zu lange her. Und es waren wirklich viele Filme. Ich fand nur den Roger Moore einen, nicht nur einen schönen Mann, sondern einen sehr guten Schauspieler. Und das ist beim Synchron sehr schön zu sehen, weil die Takes immer wieder kommen und man kann dann sehen, was einer weglässt, weil es überflüssig ist.